könnt uns nicht aufhalten. Das lädt immer noch auf. Ich kann das doch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Ich kann das doch nicht wirken. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das lädt immer noch auf. Da, 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 da. Ich überlege mir gerade, mache ich mir zu den Hamburgern noch was dazu? Oder esse ich die einfach so? Ich bin gerade noch am Überlegen. Eigentlich reichen die ja zwei Hamburger völlig, aber... Dann könnte ich heute Abend noch einen Hamburger essen. Esse ich jetzt einen Hamburger. Mach mir noch Bratkartoffel dazu. So als Pommesersatz. Und dann esse ich heute Abend noch einen Hamburger mit Kartoffel. Bratkartoffel. Also so schön knusprige Bratkartoffel, oh, ist echt toll. Und dann noch ein Salz, Pfeffer drauf. Oh, das ist echt toll. Überleg ich mir, was habe ich noch zum Essen da? Habe ich noch zu essen? Pizzas habe ich auch in Mast, aber habe ich keinen Bock. Pizza. Immer Pizza, das mag ich auch nicht. Pizza, Hamburger und... Ich habe noch Gulasch eingefroren, was ich mir mal gemacht habe. Also so Gulasch mit Schweinefleisch, Rindfleisch, Speck, Zwiebel, Paprika, Lebernieren, Herzen. Das ist echt geil. Das ist ein geiles Gulasch. Ein Schaschlik. Aber ich mache halt keine Schaschlik-Spieße, weil es finde ich immer Blödsinn. Ich stecke die Schaschlik-Spieße, ziehe sie wieder ab und esse dann. Das ist ein wenig Arbeit, ein wenig für umsonst. Ich mache immer Schaschlik im Topf und dann gut so. Und dazu halt immer Weißbrot. Zum Auftunken. Ist dann perfekt. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht. Warum wehrt ihr euch gegen euer eigenes Blut, Ariok? Gebt euch der Wut hin! Befreit mich von diesen Fesseln und ich demonstriere euch meine Wut, Kilrock! Eure Wahl ist ganz einfach. Gehorcht oder sterbt! Freunde von euch, Ariok? Nein, ihr kommt mir bekannt vor. Muss man hier irgendwas beachten oder so? Keine Ahnung, das erfahren wir ja beim ersten Vibe. Oder? Oder? Auf diesen Tag habe ich gewartet. Kommt, Brüder! Eure Bestimmung wartet! Dieser Zauber ist nicht bereit. Das lädt immer noch ab. Da, 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 da. Ich kann das noch nicht wirken. Ich schneide euch das Herz heraus! Ich kann das noch nicht wirken. Mal sehen, wie viele ich mit mir ins Grab reißen kann. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Da, 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 da. Ich bin eine Damage-Eule. Weil ich eine Damage-Eule bin. Ich bin eine Damage-Eule, keine Damage-Eule. Oh, ich habe gar keinen Pet da. Nehme ich nur den Wolf. Blickt in mein Auge und seht euren Untergang. Oh, da ist ein Ed. Da geh ich mal drauf. Ich habe kein Ziel. Das lädt immer. Kommt, Brüder! Eure Bestimmung! Mal sehen, wie viele ich mit mir ins Grab reißen kann! Ja, ich geh einfach mal aus den Grünpfützen raus. Das sollte irgendwie hilfreich sein. Zumindest für die Heiler. Kann ich ihn eigentlich C10? Ne, ist immun. Schade. Schade. Und jetzt hat auch durchgekommen. Ich kann das noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich schneide euch das Herz heraus. Mal sehen, wie viele ich mit mir ins Grab reißen kann. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht wirken.
Aha, interessant, interessant, interessant. Blickt in mein Auge und seht euren Untergang. Ich schneide euch das Herz heraus. Kommt, Brüder, eure Bestimmung wartet. Mal sehen, wie viele ich mit mir ins Grab reißen kann. Ich schneide euch das Herz heraus. Dies kann das noch nicht wirken. Oh, oh, da kommen Ads. Oh, 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 die sollten wir down machen, oder? Oh, oh, das Blutschlag. Oh, keiner geht drauf, keiner geht drauf. Ich hab's aber auch verpasst. Ich hab's auch verpasst. Oh, da geht er down. Ja, da ist er down. Da ist er down. Da geht er down. Ich schneide euch das Herz heraus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Mal sehen, wie viele ich mit mir ins Grab reißen kann. Blickt in mein Auge und seht euren Untergang. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kommt, Brüder, eure Bestimmung wartet. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich schneide euch das Herz heraus. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht wirken. Mal sehen, wie viele ich mit mir ins Grab ich schneide euch das Herz heraus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Kein Ziel. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich schneide euch das Herz heraus. Mal sehen, wie viele ich mit mir ins Grab reißen kann. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dieser Zauber liegt in mein Auge und seht euren Untergang. Puh, 17 Millionen hat er noch. 17. Wird es noch was? Wird es noch was? Ich kann das noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Ich brauche ein Ziel. Mal sehen, wie viele ich mit mir ins Grab reißen kann. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht hören. Ich schneide euch das Herz heraus. Das geht immer noch auf. Endlich. Oh, das war ja mal easy. Cool. Hatte ich es vorhergesehen. Na ja, Gold. Das kann ich wenigstens brauchen. 9 Monate gekaufte Spielzeit habe ich übrigens noch. 9 Monate vom Gold, dass ich die letzte Zeit alles gefarmt hatte, wie die Marken herausgekommen sind. Habe ich ja im letzten Video schon gesagt, wie mich die Leute ausgelacht haben, weil ich für 30 bis 32k die Marken gekauft habe und jetzt ist es auf 48 bis 53k. Naja, dazu sage ich nichts mehr. Aber als alter EVE-Online-Veteran war es mir ja klar, dass die Marken vom Preis her hochgehen, vom Goldpreis. Weil bei den Plexen war es ja genauso bei EVE-Online. Da war es halt einfach nur logisch. Deswegen habe ich damals bei den Marken gleich zugegriffen, habe für 300k Spielzeit gekauft. Und, ja. Und wie man sieht, Gold häuft sich wieder an. Auf mein Xiaomi habe ich noch 50k, da habe ich 30k. Und das innerhalb einer Woche. Und das bei... Also wenn ich jetzt kein 11 Air Raid spiele, spiele ich maximal eine Stunde am Tag und mache damit 10k ungefähr.
Also ich könnte auch jederzeit morgen nachkaufen, wenn ich wollte, aber da das ja der letzte Raid war, werde ich wahrscheinlich auch bald durch sein und dann werde ich keine Spielzeit mehr brauchen. Das finde ich aber auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil dann kann ich mal wieder eine WoW-Pause machen und andere Spiele spielen. Weil im November, Oktober, ich glaube im November erscheint Fallout 4. Da wird schon wieder sehr viel Zeit dafür drauf gehen. Und auf Fallout 4 freue ich mich ganz besonders. Weil man jetzt auch Basen und Dörfer bauen kann, Sandwich ganz aufstellen kann, das ist so cool. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann werden auch die Städte angegriffen, muss man verteidigen mit NPCs. Da ziehen dann auch Leute in die Städte ein, das finde ich sehr cool. Da freue ich mich schon drauf. Fallout 4, Fallout. Ich spiele ja zurzeit Fallout 2 mit dem Restoration Project oder wie es heißt, mit dem Add-on. Da sind halt ein Haufen neue Features dabei. Alte Quests wurden freigeschaltet, wo entfernt worden sind, ein paar neue Grafiken. Und was auch da neu ist, oder halt im Gegensatz zum Vanilla Fallout 2. Man sieht bei euren Bekleidern die Rüstung, wo sie anhaben. Bei dem Vanilla Fallout 2 sieht man ja die Rüstung ja nicht von den Bekleidern, das ist alles festgelegt. Das ist halt so cool. Ich laufe da halt jetzt mit drei Bekleidern rum, die haben alle eine Power Armor an, ich habe eine Power Armor an. Und dann habe ich noch den Superman Mutanten dabei, Marcus, der hat natürlich keine Rüstung, aber sind wir insgesamt vier Leute mit Power Rüstung und der Superman Mutant noch dabei und das fetzt echt. Ich lasse mir extra viel Zeit für das Spiel, schaue mir alles an. Ich könnte zwar schon Fallout 2 wieder durchspielen, aber nö. Nö. Da gibt es noch ein bisschen zu entdecken, ein paar Quests zu machen. Diese Eindringlinge haben genug angerichtet. Und das ist die beste Waffe bei Fallout 2, finde ich, ist immer noch das Gauss-Gewehr. Vor allem, man muss einfach nur leichte Waffen skillen, hat das Gauss-Gewehr und macht da viele Gegner One-Shot. Und das Gauss-Gewehr ist auf weite Entfernung gut, auf nahe Entfernung. Was ich auch irgendwie doof finde, ich hätte ja, bei Fallout 2 hätte ich es lieber gern gehabt, dass die Laserwaffen und die vor allem die schweren Waffen die besten Waffen sind, aber allein mit dem Gauss-Gewehr machst du so viel Schaden, ne? Das ist einfach lächerlich. Deswegen benutze ich auch kein Gauss-Gewehr bei Fallout 2. Ich habe lieber auf Laserwaffen geskillt. Die sind zwar nicht so stark, aber sind halt ein wenig stylischer und ist da nicht ganz so einfach. Und nächstes Jahr erscheint auch Dark Souls 3. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich kann das noch nicht wirken. Runter, hoch, keine Ahnung. Wie kann man stehen lassen, Caps? Okay, danke. Das lädt immer noch auf. Also man muss sich ja auch immer wegen bedanken, wenn Leute einen Tipps geben und da bin ich echt dafür. Da bin ich halt echt dafür. Ja, wo ist die Eule? Ah, da ist sie ja. Oh, was ist denn das? Oh. Wird lustig jetzt. Ah ne, warte mal, ich kenne einen besseren Spruch. Besser ist besser, mein neuer Spruch, sonst heißt er immer, sicher ist sicher, aber ich sage jetzt immer, besser ist besser. Und das Besser ist besser, das hat sich schon echt durchgesetzt, das sagen jetzt mir viele Leute schon nach, besser ist besser. Original kommt es besser und besser ist besser vom Svensson. Aber ja, das habe ich jetzt auch so übernommen. Wenn du mit Ken meinst, die Zusammenfassung gereicht gewesen zu haben, plus. Welche Zusammenfassung? Ja. Ja. Ich bin blind.
Aber ich nehme schon 37 Minuten auf, da werde ich auf jeden Fall zwei Parts machen von dem Video. Weil sonst ist es vom Rendern und so, vom Hochladen viel zu lang, aber das seht ihr ja dann schon selber. Oh, ich freue mich schon, wenn wir hier durch sind. Endlich meine Hamburger. Oh. Hamburger Fallout 2 und dabei ein Fallout 3 Let's Play auf dem zweiten Monitor schauen, das passt. Das Wichtigste ist, wer von da in den Bauch gezogen. Dort müssen DD-Ads machen und den Heiler. Okay, ich mache einfach Damage als DD, das kann ich. Oder? Mache ich Damage? Oh ne, ich mache nicht mehr so viel. Aber ich switch auch Targets auf Ads, das heißt, ich mache eigentlich mehr Damage als wie andere Leute, die halt keine Ads machen. Oder irgendwie. Kommt auch in den Bauch, wenn ihr hier oben sterbt, was bitte nie passieren sollte. Dann sterben wir mal einfach mal und schauen, was passiert. Alles Spaß. Also nicht mit Absicht. Reicht ein Tank. Ah, und für meine Hamburger nämlich Toastbrot, also selbstgemachtes Toastbrot, und die toaste ich vorher. Dann sind die Brötchen so schön knackig. Nein, ach, ist jetzt egal. Flach an der Seite ablegen bei Fall. Auf den zweiten Mann. Okay, auf dem Tänger. Und das Beste an Brötchen ist, die kosten mich nichts, weil ich mache Brötchen beruflich. Deswegen habe ich auch mit Waiten aufgehört, weil ich ja immer nachts arbeite. Deswegen habe ich auch abends keine Zeit zum Waiten. Ich habe ein, zwei Tage die Woche abends Zeit, aber da will ich halt nicht vor dem Computer sitzen. Weil ich habe hier mittags immer genug, das seht ihr ja, 11:54 Uhr, ich habe mittags genug Zeit am Computer zu sitzen. Und dann abends will ich halt echt mal so Karten spielen gehen oder so Magic spiele ich halt zur Zeit. Magic the Gathering, das beste Trading Card Game der Welt. Und jetzt sagt mir, und jetzt kommt mir bitte nicht mit Hearthstone, weil Hearthstone ist kein Trading Card Game, weil bei Hearthstone kann man nicht traden. Hearthstone ist ein Card Game. Ein gutes Card Game, aber kein Trading Card Game. Weil bei Magic kann ich meine Karten mit anderen Mitspielern tauschen, bei Hearthstone kann ich nicht tauschen. Skelette haben schon. Ach so, wir warten auf den Tank, habe ich ja schon. Ah, genau. Ich lasse aber einfach mal laufen, weil ich splitte das Video ja eh in zwei Teile, von daher. Wenn ich jetzt wenigstens eine Flasche Wasser hätte, würde ich mich freuen, aber wenn ich jetzt in die Küche renne, dann kommt der Tank, dann ist Go und dann ist raus. Ich kann noch ein Foto machen. Dicke muss unterbrochen werden, wenn der hochkommt. Also es ist aber ironisch, ich mache hier Selfie-Fotos, obwohl ich nicht mein Smartphone. Ich habe zwar ein Smartphone, aber ich nehme es halt nie mit. Und ich bin echt stolz, dass ich mein Smartphone nie aus dem Haus schleppe. Ich benutze es halt nur, um zu Hause zu telefonieren, weil ich habe kein festes Telefon. Ich benutze das Smartphone nur zu Hause, ich nehme es nicht mit, weil ich finde es schon schlimm genug. Zum Beispiel, ich bin unterwegs. Ich sehe eine Frau mit einem Smartphone vom Gesicht. Ihr Kind heult und die kümmert sich lieber um ihr Smartphone. Ich sehe eine Frau mit einem, könnte halt auch Mann sein, Frau, Mann. Ich sehe eine Person mit einem Handy vom Gesicht. Rennt einfach in mich rein, weil er halt blind ist wegen dem Smartphone. Und ja, macht mich dann noch blöd an und bla bla bla. Oder neulich fast einen Hund überfahren, weil der Besitzer seinen Hund unangeleint auf der Hauptstraße laufen lässt. Und was ist mit dem Besitzer? Er läuft 50 Meter weiter. Mit dem Smartphone vom Gesicht. Und da gibt es halt so endlose Beispiele. Eine Frau läuft mit einem Kind über eine rote Ampel, Smartphone im Gesicht. Da bin ich echt froh, dass ich es gebacken bekomme, aus dem Haus zu gehen, ohne mein Smartphone mitzuschleppen. Mein Smartphone-Handy nehme ich halt nur mit, wenn ich mal längere Zeit unterwegs bin. Aber wenn ich mal zur Arbeit gehe oder einen Tag shoppen gehe oder so, dann nehme ich doch nicht mein Smartphone mit, weil nervt es mich immer. Das nervt halt. Nervt es euch eigentlich nicht, wenn ihr unterwegs immer euer Handy auspacken müsst, um sofort bei WhatsApp irgendwas zu beantworten? Also mich schon.
Wenn ich natürlich auf eine wichtige Antwort von jemand warte, dann nehme ich mein Smartphone mal ausnahmsweise mit. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit jemand verabrede, nehme ich mein Smartphone mit, weil dann muss ich ja wissen, wann und wo. Aber zu 95% aller Fälle nehme ich mein Smartphone nie mit. Und wenn mir jemand was bei WhatsApp schreibt, dann kann ich es immer noch beantworten, wenn ich zu Hause bin. Ganz in Ruhe, nicht wenn ich unterwegs bin. Ja. Ja. Endlich vereint mit dem Meister. Oh, der hat er wahrscheinlich jetzt gefressen, ne?